Oh mein Gott, what the fuck ist das Car Crash, Alter? Was zur fucking Hölle machst du hier? Das ist komisch, Alter, Thomas, halt doch einfach die Fresse. Bist du besoffen oder was? Also, da kannst du wirklich nur noch gottlos auf Mutter gehen. Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmache vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Warum habe ich ein Video von T-Tech in meinem Reaktionsvorschlägen und warum steht da Ende? Was habe ich denn als letztes Video von diesem jungen Mann habe ich gesehen? Da hat er warte mal, was hat er da gesagt? Boah, was war denn das? Das war mega schlimm. Ah, ich glaube, das war das Rammstein-Ding. War das das Rammstein-Ding? Ah, das war nicht gut. Dafür hat er auch aufs Maul bekommen. Vielleicht macht er jetzt seinen Kanal zu. Naja, wir gucken mal. Was soll's? Bringen wir es einfach hinter uns. Schlecht, wenn ein Video anfängt mit was soll's. Klingt nicht so gut. Warte mal, was? Welcher Teil war das? Teil 1 in Kursiv. Comic Sans. Oh, sehr angenehm. Ich habe lange überlegt, ob ich so ein Video jetzt machen soll oder nicht, aber... Okay. Und nur weil es jetzt doch kommt, heißt es nicht, dass ich entschieden habe, dass das eine gute Idee ist. Hä? Die Wahrheit ist, dass ich einfach nicht mehr schweigen will. Holy shit, das klingt sehr bedeutungsschwanger. Das Klavier im Hintergrund. Aus privaten Gründen werde ich das ja auch auf mehrere Videos aufteilen. Ja, privat. Aber andernfalls würde das ja auch über eine Stunde gehen, also passt das schon. Ja. Boah, die Klavier? Vielleicht macht er ja doch Schluss. Puh. In diesem Video. Vielleicht geht er zu Funk. Vielleicht hat er sich inspiriert gefühlt von dem "Endlich ist die Vocals zu Ende bei Funk, jetzt gehe ich da auch hin." Video. I don't know. Hier äußere ich mich zu der Kritik, die mir entgegengebracht wurde. In meiner Antwort wird es aber nicht nur Einsicht geben, sondern ich werde auch die unberechtigte Kritik an mich kritisieren. Okay, es handelt sich also um ein Video, das ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen kann. Um welche Kritik wurde denn bei ihm geäußert? Und ich habe die Befürchtung, dass es leicht in die Richtung Leroy-Statement gehen wird. Woher weißt du Goofy das denn? Denn ich... Leroy-Statement? Bin wirklich auch sauer. Auf mich, auf YouTube-Kollegen und auf deren Zuschauer, die scheinbar nicht in der Lage sind, zu hinterfragen, wenn ihre Lieblingsinfluencer B*** labern. Ah, okay. Was genau ich damit meine, werde ich in diesem und in den nächsten Videos zeigen. Bevor wir dazu aber kommen, kommen wir erstmal zu der Einsicht. Die Einsicht hatte ich nicht erst während meiner Abwesenheit. Ich hatte schon damals meine dämliche Aussage bezüglich der Teilschuld reflektiert. Ah, ja. Die Teilschuld. Jetzt erinnere ich mich, das dumme Rammstein-Video, wo er gesagt hat, naja, die haben ja aber auch irgendwie selber Schuld. Das war ganz schön wild. Der Grund, warum ich das damals nicht so klar kommuniziert habe, ist, weil es einfach viel komplexer ist, als einfach nur zu sagen, ich habe Scheiße gelabert, sorry. Denn schon damals wurde so viel verdammt Falsches in meine Worte reininterpretiert und ich wollte diesen Leuten... Die haben das alle nur falsch verstanden! Das in den Kontext außen vorgelassen. ...nicht recht geben, indem ich mich ganz simpel für meine Aussagen entschuldige. Und um das ganze komplexe Thema okay. aufzudröseln, war das Thema damals zu frisch, ich zu stur und die Zuschauer zu sauer auf mich. Jetzt hingegen nehme ich mir die Zeit, um das ganze komplexe Thema aufzudröseln. Tatsächlich ist aber die Herangehensweise nicht verkehrt. Ich glaube, dass ein bisschen Distanz zu solchen Sachen, also dass das eine interessante Herangehensweise ist, finde ich nicht verkehrt. Also zu sagen, ich will nicht gleich was sagen, sondern ich will das erstmal abbrodeln lassen und dann sage ich was dazu. Damit kann man sich, glaube ich, eine Menge Bonuspunkte verschaffen, wenn es darum geht, dass man, dann muss man aber auch einen Treffer machen, weißt du? Sofort so einen Schnellschuss zu machen, das muss kann nach hinten losgehen, kann funktionieren, aber wenn man reflektiert, auch Wochen oder Monate später sagt, hey, so und so, ich habe mich damit auseinandergesetzt, dann kann man da eine ziemlich heftige Wirkung entfalten, denke ich. Und Kaiser, du kannst ja jetzt gerne wieder rumheulen, dass das Thema so in die Länge gezogen wird und alles bla bla bla. Aber du bist hiermit gewarnt. Wenn du ab hier also weiter guckst, dann hast du eine klitzekleine Selbstschuld. Also, welche Aussagen von mir waren damals tatsächlich falsch? Oh Gott, das geht wirklich um das Rammstein-Video? Okay, let's go. Ich sprach damals von einer klitzekleinen Teilschuld, wenn Frauen sich durch Naivität in Lagen bringen, wo sie sexuell belästigt werden. Ja, und das ist falsch. Das und nur das war damals meine Aussage gewesen. Okay, und das ist falsch. Das hast du reflektiert und hast du eingesehen. Die ist absolut dumm gewesen. Ein Opfer trägt natürlich niemals Schuld, wenn ihm etwas angetan wird. Cool. Wichtig dabei ist aber, dass es mir um... Warum ist das Video jetzt so lang?
Das sind 16 Minuten. Das ist 2 Minuten, das ist eigentlich schon. Vielleicht ist ein NordVPN-Placement drin oder so. Wir gucken mal. Naivität und Belästigung ging. Nicht um Vergewaltigung oder bei Fällen, wo Kinder beteiligt waren. Aber wie gesagt, heute sehe ich das anders. Wenn jemand durch Naivität in eine schlechte Lage gerät, dann hat er keine Schuld oder Teilschuld, dann ist es höchstens eine unkluge Entscheidung gewesen. Basically meine ich das. If somebody commits a sexual assault, the only person... Holy sh**, Bruder. Das ist also interessante Wahl eines Einspielers von Ben Shapiro, einem ja, interessant. Interessante also ich weiß nicht, kurze Kritik. Universell ist es vielleicht kein gutes Zeichen für dich, wenn du deine eigenen Positionen durch einen Ben Shapiro Einspieler verstärken musst. Das ist, also die Person ist einfach ein, die hat ein gewisses Branding. To blame is the person who commits the sexual assault, right? That right off the bat. And victims are not to blame for their own sexual assault. I also think that if you put yourself in a risky situation, then you've put yourself in a risky situation, right? We do this every day, right? Every day we make decisions about what sort of situations to put ourselves in. If I walk through... Oh Gott, das ist wirklich ein umfangreichendes Ben Shapiro Statement. ...a high crime neighborhood, waving $100 bills above my head, and then I... Okay, Tech. Es deutet sich hier ein Problem an. Du kannst nicht sagen, ich mach das einfach mal. Wenn du sagst, du möchtest deine Aussage zurückdrehen und sprichst das Victim Blaming, drehst du zurück. Aber dann spielst du ein Video ein, wo Victim Blaming auch abgelehnt wird, um dann relativieren zu sagen, aber... Das ist nicht so schlau. Das ist einfach nicht so schlau. Das macht nicht den Anschein, als hättest du aus diesem Punkt heraus verstanden, was das Problem ist. Es gibt in 2024, ich habe da schon ganz oft dazu gesagt, es gibt in 2024 dafür keine Relativierung, sowas so unglücklich auszudrücken. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Das ist halt unangenehm. I am Rob. Then it is the fault of the person who robs me. It is not my fault. Genau, und das ist auch etwas, dass du in einer, also ich erinnere mich dunkel, aber ich glaube, du hast es gesagt, wenn ich mit meiner Rolex durch ein Viertel gehe, das nicht so sicher ist, muss ich mich ja nicht wundern, dass die Rolex gestohlen wird. Ich glaube, sowas war das. Oder wenn ich mit irgendwas, das ist, hey, wow, holy shit, ich dachte, also wenn das Video vor diesem Statement, also das ist schlecht. Das ist, das ist nicht gut. But I also made a bad decision to do that. Yes. Okay, so two things can be true at once. And it is not blaming the victim to say that it's a bad decision to walk through a high crime neighborhood at night waving your wallet over your head. Ich möchte anmerken, dass ich die Behauptung aufstelle, dass Tech, der arme Mensch, sein Weltbild auf diesem Beispiel mehr oder weniger aufgebaut hat. Tech, T-Tech, hör mir zu, wenn du noch Jordan Peterson Bücher liest, oder Inspirationszitate über deine TikTok- oder YouTube-Shorts gepusht bekommst, halt dich nicht daran fest. Das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Ich kann dir jetzt nicht umfangreich erklären, warum das keine gute Idee ist, aber nimm mich einfach mal beim Wort. Mach es so, wie die das auch machen. Trust me, Bro. Ich möchte mich an dieser Stelle dafür entschuldigen, wenn ich Personen mit meinen dämlichen Aussagen damals verletzt habe. Das war natürlich nie meine Intention. Und manche werden das, was ich als nächstes sage, ein bisschen kindisch finden. Kann ich auch verstehen, aber lass es mich erklären. Ich möchte nämlich betonen, dass ich mich nur bei den Personen entschuldige, die ich auch damals mitgemeint habe. Denn ja, ich habe damals eine dämliche Aussage getroffen, aber trotzdem haben sich so viele Leute angesprochen gefühlt, die ich halt damals schon nie mitgemeint habe. Hä? Wenn ich mal das N-Wort benutzen würde, dann würde ich mich ja später auch nicht bei Weißen entschuldigen. Also okay. Ja, okay. Werde ich mich auch jetzt nur bei den Leuten entschuldigen, die ich damals mitgemeint habe. Puh, okay. Ich möchte das jetzt hier mal gar nicht im Detail, es ist dumm, natürlich. Aber die einzige Frage, die ich stellen will, ohne in die Details reinzugehen, warum muss man eine Entschuldigung so spezifizieren? Also, wenn einem das klar ist und wenn man, also wenn man eine, also warum, warum,
muss man das so spezifisch machen? Und ich muss ihm auch zustimmen. Das ist wirklich kindisch. Holy shit. Das ist nicht nur kindisch, das ist ganz komisch. Das ist weird. Das ist weird. Das ist komisch. Das ist, I don't understand. Aber naja. Nicht bei denen, die sich damals angesprochen gefühlt haben, obwohl ich sie überhaupt nicht mitgemeint habe, nur weil sie sich selbst gerne in der Opferrolle sehen. Um mal ein Beispiel. Die Linken. Bild zu nennen, bei welcher Person ich mich nicht entschuldige, weil sie schon damals nie mitgemeint war. Der Kommentar, den Traymond damals in seinem Video genutzt hat. Denn diese Dame spricht davon, mit 11 missbraucht worden zu sein und interpretiert es so, dass ich ihr damals auch eine Teilschuld zugesprochen hätte. Selbstverständlich war ich niemals der Auffassung, Kinder hätten genauso eine Teilschuld wie Erwachsene. Oh, oh Gott. Oh mein Gott, what the fuck is this car crash, Alter? Oh. Außerdem beschreibt sie auch eine Situation, die ich damals auch niemals mitgemeint habe, denn ich sprach davon, wenn Frauen zum Beispiel ohne zu hinterfragen... Oh Gott, das ist ganz, ganz schlecht, T-Tech, Digga, das ist... Ich weiß nicht, Digga, Bruder, das ist nicht so gut hier gerade. Aber okay, wir... Na gut. Fragen auf Rockkonzerten mit auf eine Backstage-Party gehen. Und nicht, dass der eigene Bruder beim Mario Kart spielen unsagbare Dinge tut. Zusätzlich sprach ich von einer Teilschuld, während die Frau im Kommentar von Schuld spricht. Ich denke mir jetzt einfach einen anderen Namen für T-Tech aus. Ich finde T-Tech übelst cringe auszusprechen. Also sage ich, nenne ich ihn jetzt T wie Thomas. Thomas, Digga. Was zur fucking Hölle machst du hier? Du entschuldigst dich nicht, sondern du relativierst. Das ist so unglaublich. Du schaffst Szenarien, die nicht auf deine spezifische Verletzung, die du selbst anerkennst, schaffst, um allen den Mittelfingern zu zeigen, die logischerweise auf Basis von Kommunikationsproblemen, denn Sender-Empfänger-Problem, Rhetorik-Problem, wenn du dich dumm ausdrückst, musst du dich nicht wundern, dass Leute nicht klar verstehen, was du sagst und sich logischerweise auch angesprochen fühlen. Das ist aber eher dein Problem und nicht deren Problem. Und das dann so spezifisch, also, ach du Scheiße, Bro, das ist komisch, ist komisch. Und da sehe ich auch nochmal einen Unterschied. Was für Teilschuld, du sagst, das ist halt komisch, Digga. Es macht ja keinen Sinn, eine Entschuldigung zu machen, wenn du dann Rahmenbedingungen festlegst, in denen deine ursprüngliche Aussage ja gar nicht gemeint war. Das ist doch überhaupt kein Thema. Du hast dich entschuldigt. Oder hast du das? Hast du dich entschuldigt? Hast du dich nicht entschuldigt? Weil das ist komisch jetzt. Also, oh Gott. Wird das jetzt so ein Video? Oh Gott, das wird nicht so ein Video, wo der jetzt... Oh nein, Digga. Okay, ich halte mal den Mund. Am Ende sagt man... Oh nee, obwohl sage ich es jetzt... Oh, das wird, er meint es ernst, als er gesagt hat, es wird so ein Leroy-Video, weil er jetzt die ganzen Reaktions-YouTuber und Reaktionen dazu auflistet und sich auch nicht bei denen entschuldigt. Wird das so ein Video? Oh, das wird unangenehm, glaube ich. Oh, das könnte unangenehm werden, aber mal gucken, Alter. Aber trotzdem, um es nochmal zu erwähnen, damit es hier keiner an den falschen Hals kriegt, natürlich sehe ich das alles heute nicht mehr so. Also ja, wirklich nichts an der Situation von der Kommentarschreiberin entsprach dem, was ich damals in meinem Video gesagt habe. Und leider gab es ziemlich viele von solchen Kommentaren. Ja. Und bei diesen Leuten werde ich mich nicht entschuldigen, denn das Victim Blaming, was mir dort vorgeworfen wurde... Oh. Habe ich nie getan. Kommen wir damit zu meinen anderen Aussagen, die kritisiert wurden. Und der Grund, warum ich meine Aussagen in Anführungszeichen setze, ist, weil ich für Sachen kritisiert wurde, die ich niemals so gesagt, niemals so gemeint und auch niemals so gesehen habe. Ja, also ein Rhetorikkurs ist eine gute Idee. Das Problem aber, das ist so ein Meinungs-YouTuber-Ding. Das ist passiert, also ich würde mir sogar selber das Pflaster noch aufkleben und mir die Haare am Arm abreißen, wenn ich sage, das ist auch noch ein Problem, was ich habe. Ich habe das eben gerade gesagt und ich nenne das jetzt hier mal bewusst so, weil da jeder dran arbeiten muss, inklusive mir. Es gibt im Umgang mit gesellschaftskritischen Themen oder dem, was du für gesellschaftskritisch hältst, eine ganz, ganz entscheidende Fähigkeit, die du beherrschen musst. Ansonsten musst du solche Videos drehen. Nämlich, du musst dich ausdrücken können. Du musst mit Sprache umgehen können. Und du musst dich so explizit und so genau ausdrücken, dass diese Interpretation so viel zugelassen werden sollen, wie du möchtest. Denn Interpretation zulassen ist was sehr Schönes. Hier sieht man aber auch, dass das nach hinten losgehen kann. Und da muss jeder dran arbeiten. Das nochmal, ich schließe mich da ein. Das ist hier aber ein schönes Fallbeispiel von holy shit, das hat nicht so gut funktioniert, allem Anschein nach.
Widmen wir uns also in diesem Video der Kritik von Gnu. Sie sagt direkt am Anfang des Videos das hier. Okay, es wird wirklich jetzt. Okay, alles klar. Ach Gott, das wird wirklich so ein Video. Was haltet ihr von einem präventiven Lockdown für Frauen? Denn Frauen sollen sich ja schließlich vor gefährlichen Situationen fernhalten. Und diese Aussagen habe ich mir übrigens nicht ausgedacht. Okay, gehen wir das Stück für Stück durch. Erstens habe ich nie mit nur einer Silbe erwähnt, dass Frauen ja lieber zu Hause bleiben sollten. Und vor allem habe ich auch niemals von einem präventiven Lockdown für Frauen gesprochen. Also Gnu, wenn du sagst... Und diese Aussagen habe ich mir übrigens nicht ausgedacht. Dann wäre es ja mal schön gewesen, wenn du einen Videoausschnitt einblendest, wo ich das gesagt haben soll. Außer natürlich, das kannst du nicht, weil ich das nie gesagt habe und nebenbei gesagt nie gemeint und auch nie so gesehen habe. Und somit wäre die Behauptung, du hättest dir diese Aussagen ja nicht ausgedacht, eine Lüge. Ich habe diese Worte nicht gesagt. Du hast nur eine Situation mit deinen Worten geschaffen, die als Konsequenz sowas herbei impliziert. Okay. Ich habe sie nicht gemeint, ich habe sie nicht so gesehen, also... Hast du sie dir ausgedacht? Nicht ich. Und bevor jetzt der Kommentar kommt, Gnu hätte ja auch diese komische Desiree da meinen können, weil über die spricht sie ja in dem Video auch. Halte ich eher für unwahrscheinlich, denn der Titel des Videos heißt ja Mädels, Zeit für einen Frauen-Lockdown, denn ihr seid zu naiv oder sowas. Und das erste Mal über Naivität spricht Gnu, wenn sie auch über mich spricht. Oh. Aber davon mal abgesehen, findest du denn nicht, dass Frauen sich von Gefahren fernhalten sollten? Oh Gott, Bro. Oh Gott, ist das, was ist das für ein Carcrash hier gerade? Also eigentlich nicht nur Frauen, sondern Menschen allgemein. Denn Frauen sollen sich ja schließlich vor gefährlichen Situationen fernhalten. Also schon in den ersten 10 Sekunden wird hier gelogen, um, weiß ich nicht, zu manipulieren. Ich kann ja schon irgendwo nachvollziehen, dass man das in meine Worte reininterpretieren kann. Okay, okay. Okay, wenn du das Oh Gott, Alter, ist das... Oh Gott. Hä? Hä? Also, wenn man live darauf reagiert vielleicht. Aber wenn man ein geskriptetes Video über mich macht, dann soll... Thomas, Digga. Also, ich... Ach, du Scheiße. Ey, ich hab voll... Ey, weißt du, was ein besseres Video gewesen wäre, wenn hier einfach, wenn hier gesagt wird, ey, ich höre mit dem Kanal auf, ich mache jetzt, Photoshop-Design-Videos. Das wäre ein richtig gutes Video gewesen. Aber das hier ist doch wirklich wieder, das ist wirklich übel cringe. Oh, ist das cringe, Digga. Oh, Gottes Willen, ist das schon unangenehm. Sollte man mein Video ja zumindest mal komplett gesehen haben. Und dann hätte man auch gesehen, dass diese Aussage, die ich auch in dem Video getätigt habe, ja völlig gegen einen präventiven Lockdown für Frauen spricht. Und natürlich kommt es dabei auch auf den Kontext an. Man kann nicht sagen, oh, du... Übrigens, das Video heißt in der Quelle Mein Problem mit Rezo Stay und anderen Gutmenschen. Ja. Ich wollte es nur mal vorlesen. So hieß das Video damals. Ja, gut. Wurdest begrapscht, du warst aber auch mit Minirock spazieren, da brauchst du dich nicht wundern, weil der Kontext eines Clubs zum Beispiel ist ja ein ganz, ganz anderer. Auch sprach ich in meinem Video von Situationen, in die Frauen durch Naivität gelangt sind. Alter, Thomas, halt doch einfach die Fresse. Bist du besoffen oder was? Du hast über dieses Video nachgedacht und hast das dann hochgeladen so? Oh Gott, ist das... Oh nein... Oh. Einkaufen, im Bus fahren, im Restaurant essen, alles keine Situation, wo Naivität im Spiel ist. Ja, aber mit einem Rock in den Club gehen, da kann man schon mal sagen. Oder sich überhaupt nachts in einer Gegend nach 0 Uhr mit einem Kleid bewegen. Das schon, da muss man schon aufpassen. Also auch das spricht gegen einen Lockdown. Eine ältere... Oh, du bist so ein Bastard, Digga. Es ist das. Also da kannst du wirklich nur noch gottlos auf Mutter gehen. Oh Gott, wir gucken uns den Rest noch an, aber das ist ja wirklich ein Cluster hier. Die Dame hatte unter meinem Video dazu eigentlich einen ganz passenden Kommentar abgegeben. Ich bin 60 Jahre alt und habe als Frau in meinem Leben oft sexuelle Belästigung und sogar Übergriffe erfahren. Deswegen bin ich mir bewusst, dass ich als Frau deutlich mehr auf der Hut sein muss. Das bedeutet nicht, dass ich mich einschränken muss, sondern dass ich extrem aware sein muss, was ich wie und wo mache. Aufgrund meiner Erfahrungen neige ich dazu, mich freiwillig einzuschränken und auf Nummer sicher zu gehen. Das habe ich auch in meine Erziehung einfließen lassen, damit meine Tochter vorsichtig genug ist, nicht in eine Disco ihr Glas auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Bruder, Thomas, der Kommentar der Frau verändert doch nichts. Der Kommentar der Frau und ein Kommentar dazu allgemein
zeigt doch, dass die Gesellschaft ein Problem hat. Jetzt anderen Frauen zu sagen, dass sie sich deswegen erwartungsgemäß an einem Punkt befinden, an dem das wahrscheinlich ist, führt ja zu deiner Position. Deine verstrahlte Position über die, über, also ich nehme jetzt einfach mal an, dass das keine Entschuldigung ist. Also das, was am Anfang gesagt wurde, ich deute das jetzt einfach mal, denn es ist so ausgedrückt, ich deute das jetzt einfach eigenermessen der Interpretation, die ich hier darlege. Das ist keine Entschuldigung. Du hast die gleiche Position, wie du sie vorher hast. Du hast nur einen dummen Aufhänger für dein Video gebraucht und sitzt auf der gleichen Couch, nicht nur mit den, ich würde sagen, mit der gleichen Position. So. Du hast dich für einen Sch*** entschuldigt, Alter. Du kannst nicht eine Entschuldigung machen und dann 15 Minuten anhängen, wo du deine vorherigen Aussagen aus einem anderen Video relativierst. Das ist übel dumm. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Deine Position, für die du dich entschuldigst, aber nicht entschuldigst, resultiert ja aus der Annahme, dass man ja irgendwo da auch ein bisschen selber verschuld ist, wenn man da ja ein bisschen Teilschuld hat, wenn man da mal guckt und da nicht drauf macht. Das ist ja ein Resultat dieser dummen Sch***. Oh Gott. Du kannst, oh Gott, es ging, holy shit, Mann. Was ist denn das? Das ist doch Blödsinn. Meine Fresse. Boah, wirklich. Oh. Nicht Nachtabkürzungen durch menschenleere Parks zu nutzen und so weiter. Das heißt nicht, dass ich Frauen, die das tun, sage, dass sie schuld sind, denn das sind sie nicht. Oh. Ich rate jungen Frauen aber diesbezüglich sehr vorsichtig zu sein, damit ihnen sexuelle Übergriffe nicht passieren. Und um solche Situationen geht es auch, als Gnu dann wieder über mich spricht. Es geht hauptsächlich darum, dass Rezo eine Aussage getroffen hat, die man kritisieren muss. Und zwar sagt Rezo in dem Video, dass wenn man als Frau auf eine Aftershow-Party eingeladen wird, ja eigentlich keine Erwartungen haben muss. Und er korrigiert diese Aussage und sagt, die ist gefährlich, denn man muss in der heutigen Zeit diese Erwartung haben. Bruder, ja. Und das ist ein Problem. Ich erkläre nochmal, warum das ein Problem ist. Für den Fall, dass dieser Trottel Thomas sich dieses Video reinzieht und denkt, er muss ein Antwortvideo machen. Mach's bitte nicht. Kurzes Dings, ich guck's mir auch nicht an, du dummer Trottel. Dass ich, nachdem ich dieses Video geguckt habe, werde ich hoffen, dass du für die nächsten 3 Monate wieder einen halben Mental Breakdown hast und denkst, dass du deinen Kanal löschen musst oder dann die nächste Entschuldigung machst. Bitte mach es nicht. Mach es einfach nicht. Ich gucke mir die Scheiße auch nicht an und wir vergessen deine Existenz und das ist gut so. Der Grund, warum das logischerweise echt eine weirder Take ist, der hier formuliert wird, ist, weil das auch Raum schafft für die Argumentation, dass Männer oder Menschen, die sich im Rahmen dieses Szenarios als Täter oder Tatverdächtige bewegen, das ja irgendwie auch machen können, weil man muss ja damit rechnen. Digga, das ist doch so fucking weird. Ich muss sagen, ich war auf vielen Aftershow-Partys und für mich war klar, Aftershow-Party heißt nicht bumsen. Ich gehe auf Aftershow-Partys, um mit Leuten zu quatschen, Spaß zu haben und zu tanzen. Und da muss ich auch überhaupt nichts anderes erwarten. Okay, selbe Logik für dich genug. Im Club sein Glas unbeobachtet zu lassen, heißt ja dann auch nicht, dass man damit rechnen muss, dass es mit irgendwelchen Substanzen versetzt wird, oder? Dann braucht man da doch also auch... Ja, es ist eine Logik. Also wir haben hier offensichtlich... Stellt euch mal eine Produktionskette vor. Beispielsweise die Produktionskette, wie man Brot macht. Es wird Weizen angepflanzt, dann wird das geerntet, dann kommt das in eine Mühle, dann wird daraus Mehl gemacht, das wird dann in eine Bäckerei gebracht und daran wird mit Wasser und Salz und anderen Substanzen ein Brot daraus gebacken. Das Problem, was Thomas hier hat, er versteht die Produktionskette nicht. Übertragen auf seine thematischen Zusammenhänge. Er versteht das nicht. Für ihn wird Weizen angebaut und dann passiert das, dann kommt das Brot irgendwo her. Oder er kauft ein Brot und er sagt, das wird in so einer Knetfabrik gemacht. Das ist ein fundamentales Problem, Aussagen und gesellschaftliche Probleme einzuordnen, auszudrücken und sich dann ganz am Ende darüber zu beschweren, dass die Ausdrucksweise, die man fälschlicherweise getroffen hat oder die man getroffen hat, von Leuten angesprochen wird und dann, die sind natürlich in der Opferrolle. Ironischerweise ist dieses Video aber eine ziemliche Opferrolle. Weil hier scheint ja jemand, der sich gezielt nicht bei den Leuten entschuldigt, die nicht damit gemeint waren, ja ganz kurz nochmal klarstellen zu wollen, wie unfair er behandelt wird, weil das hat er ja alles nicht gesagt. Oh, Bruder. Ja, schön. Auch nicht aufpassen, oder? Natürlich heißt feiern gehen nicht, ich will bumsen oder ich will begrapscht werden. Ja. Die Realität ist aber leider, dass es Männer geben wird, die dich trotzdem begrapschen. Und deswegen muss man leider auch damit rechnen. Wenn du also sagst... Und da muss ich auch überhaupt nichts anderes erwarten. Dann sagst du jungen Frauen, dass sie sich...
sich davor auch nicht schützen müssen. Ich erwarte beim Fernsehgucken zu Hause ja auch nicht, dass mir ein Vogel auf den Kopf kackt. Aber wenn ich in einem Vogelpark bin, sollte ich vielleicht doch eine Mütze anziehen. Also Produktionsketten, versteht ihr? Versteht ihr, was ich meine? Also solange die Vögel über einem fliegen, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, also müssen Frauen erwarten, dass sie von irgendwem begrapscht werden, wenn sie mit ihrem Kind zum Beispiel auf dem Spielplatz sind? Mhm. Eher weniger. Müssen sie es eher erwarten, wenn sie im Club feiern gehen? Leider ja. Vielleicht reden wir aber auch nur aneinander vorbei. Vielleicht meinen Rezo und Gnu ja, dass man es nicht erwarten müssen sollte. Dass es nicht normal ist und auch nicht zur Norm werden darf. Dann und was dann? Dann wäre ich auch absolut auf eurer Seite. Aber ihr, aber ihr sagt, dass Frauen es nicht erwarten müssen. Und wie schafft man das, den zu erreichen? Oh, wie schafft man das, den zu erreichen? Ich glaube nicht, dass... muss ich mich noch einfacher ausdrücken? Pass auf. Thomas, hör mir mal zu. Der Grund, warum das erstmal... wir haben ja schon festgestellt, das hier ist keine Entschuldigung. Und ich bin wahrscheinlich eh nicht damit gemeint, also werde ich nicht gefragt, ob ich das annehme oder nicht, aber ist mir auch egal, das hier ist keine Entschuldigung. Mit der Rhetorik oder mit der Herangehensweise zu sagen, wann gibt es Szenarien, in denen Gefahrenszenarios passieren oder nicht, das alleinstehend ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass resultierend auf Basis des eigentlichen Szenarios eine Konsequenz von dir ausgesprochen wurde, die du mit diesem Video relativierst. Das bedeutet, die Konsequenz, die du der Deutung, also du machst ja eine Deutung, du sagst, ja, die Frau, die ist ja in den Club gegangen und da hätte ja sie schon damit rechnen müssen, dass sie da irgendwie angegrabbelt wird oder dass sie einen kurzen Rock trägt, das ist ja auch irgendwie so ein, weißt du, so. Da muss sie ja schon ein bisschen damit rechnen. Dann schaffst du genau das, was zum Ursprungsproblem geführt hat und auch immer noch ein Problem ist. Du gibst denen eine Teilschuld. Und jetzt schaffst du ein Argument, wo du versuchst, diese Teilschuld zurückzurollen, aber alle Argumente noch so stehen zu lassen, dass es in der Deutung her, ja, die haben ja nicht auf sich geachtet, hä? Bruder, das ist, ich möchte dieser Argumentationskette jetzt nach 10 Minuten knapp vehement widersprechen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte all den Sachen, die hier so angedeutet werden und mal fundamental widersprechen. Das, was ist wirklich, das ist eine Argumentation, zu der man eine Armlänge Abstand halten sollte. Viel mehr vielleicht. Das ist schwach. Super weird. Und es ist traurig, dass wir in 2024 noch so, dass wir noch so Keckos haben. Ich meine, das natürlich, was erwarte ich? Muss man ja damit rechnen, dass man solche Keckos noch hat, ne? Muss man sich ja auch irgendwo schützen beim Konsum. Es ist schade, dass wir immer noch diese Debatte darum führen und dass das sich in solchen Auswüchsen ergießt. Das ist bitter. Ich mach's noch einfacher. Alter, ich mach's noch einfacher. Argumentativ ganz einfach. Sowohl Frauen, die in Parks gehen, und die Vögel beobachten, das magst du ja zum, das ist ja eine schöne Analogie anscheinend, ne? Frauen in Parks, die Vögel beobachten und anderen Leuten mit Mützen auf den Kopf schießen, keine Ahnung. Sowohl als auch Frauen, die das tun und Frauen, die in Clubs gehen und da feiern, haben beide in ihrer Erwartungshaltung nicht damit zu rechnen, dass sie vor Ort angegriffen, sexuell belästigt, Übergriffe passieren oder Schlimmeres. Beide nicht. Punkt. Warum sage ich das so vehement? Der Grund, warum das sehr wichtig ist, ist, weil das überhaupt keinen Raum schafft. Das schafft gar keinen Raum für eine Alternative. Denn alles dazu, egal ob das im Park passiert oder in einem Club oder irgendwo, es ist kein akzeptables Szenario. Und ich schaffe auch kein akzeptables Szenario. Das ist kein akzeptables Szenario. In 2024 ist das, wenn man es mal nach Europa guckt, einfach kein akzeptables Szenario. Und ich muss nicht anfangen, darüber zu sprechen, dass eventuell mit so einem weirden Kontext einer Entschuldigung, das irgendwie auszudünnen, sondern das ist einfach eine ganz einfache Position. Ne? Und das gilt für beide Gruppen von Personen oder beide Szenarien. Es ist einfach so, zumal. Und das muss man auch sagen, das Szenario eines Clubs die Gefahr auch gar nicht verändert oder
anders macht. Denn bei deiner Entschuldigung und bei deiner Erklärung sind dann halt andere Frauen in anderen Szenarien ausgeschlossen oder inkludiert. Durch diese Entschuldigung schafft man sich halt so eine Deutungshoheit, wen man damit meint und wen man damit nicht meint. Und das ist einfach, what the fuck? What the fuck, Thomas? Warum bist du so blöde? Thomas, mach das doch nicht. Oh, es ist so, ich versuche die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie man das noch einfacher erklären könnte, damit Thomas das versteht. Noch einfacher. Ich denke mal drüber nach, wir gucken das Video mal weiter. Da muss ich auch überhaupt nichts anderes erwarten. Einigen wir uns doch stattdessen darauf, dass man als Frau bei einem solchen Konzert Backstage überhaupt keine Erwartung haben muss. Wenn man sich ohne Erwartung daran in eine Situation begibt, wo sowas aber leider viel häufiger vorkommt, dann schützt man sich ja auch automatisch nicht davor. Denn wieso Vorsicht, wenn man nicht damit rechnet? Wahrscheinlich würden wir mit Thomas auch, weißt du, was wir für ein Gespräch mit Thomas führen würden? Thomas würde sich wahrscheinlich auch darüber beschweren, warum, wenn er in den Club geht, er als Mann automatisch stigmatisiert wird als Täter. Wahrscheinlich würden wir so eine Debatte mit ihm auch führen. Wahrscheinlich würden wir mit ihm genau so eine Debatte führen. Und dann erkennst du halt einfach, dass der überhaupt keine Ahnung hat. Also nochmal, leider muss man es in bestimmten Situationen erwarten, weil es leider viel zu viele ekelhafte Menschen gibt. Und auch nochmal, natürlich kommt es auf den Kontext an. Gerade auf Partys oder beim Feiern gehen trinken die Leute Alkohol, die Hemmschwelle sinkt. Viele Männer sind dort nur wegen dem einen. Die Chance fürs Begrapschen rechtliche Konsequenzen zu erhalten ist leider auch zu niedrig. In überfüllten Thomas. Clubs weiß man oft überhaupt nicht, wer der Täter überhaupt gewesen ist. Oder man will sich den Abend nicht versauen, indem man die Polizei ruft. Ein überfüllter Club ist für Täter der perfekte Ort, um solche ekelhaften Sachen zu machen. Also muss man leider damit rechnen, dass auch immer irgendein Täter solche ekelhaften Sachen macht. Thomas, ich. Boah, ist das schlimm hier. Ich erwarte als Frau eher, wenn ich in den Club gehe oder auf eine Aftershow-Party, dass Männer ein Nein einfach akzeptieren, wenn ich nicht bumsen möchte. Und falls dort Menschen sind, die an dem Abend mehr wollen, easy. Aber die haben zu akzeptieren, wenn ich nicht will. Und in einer besseren Welt würde es tatsächlich so ablaufen. Wäre das nicht schön? Die Realität ist aber, es kann immer sein, dass jemand dein Nein nicht akzeptiert und dich dann trotzdem begrapscht. Ist ja also schön, dass du mit der Erwartung auf Partys gehst, dass sowas nicht passiert. Dann wird die Realität dich aber irgendwann enttäuschen. Wir können uns die Realität eben nicht so machen, wie sie uns gefällt. Ganz im Gegenteil, ekelhafte Schweine werden sogar das ausnutzen. Die werden ausnutzen, dass du nicht damit rechnest und es zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Boah, ich weiß auch nicht, was ich noch... Ich weiß nicht, wie ich da noch rangehen soll, aber ich denke, der Drops ist gelutscht. Wenn man nicht erwarten müsste, dass ekelhafte Typen ekelhafte Sachen machen, dann braucht man ja auch sowas wie Pfefferspray oder Taser nicht, oder? Ja, genau. Ja. Hast du Pfefferspray oder Taser genug? Wenn ja, dann wieso? Du gehst doch gar nicht mit der Erwartung rein, dass sowas passiert. Ich erwarte als Frau eher. Thomas. Ja, wenn ich in den Club gehe oder auf eine Aftershow-Party, dass Männer ein Nein einfach akzeptieren, wenn ich nicht bumsen möchte. Wenn du also Pfefferspray oder Taser mitnimmst, wenn du feiern gehst, kann es dann also nicht doch sein, dass du damit rechnest, dass sowas passiert? Thomas, was ist, wenn sie das Pfefferspray immer dabei hat? Liegt das dann an der Party oder liegt das an einem gesellschaftlichen, grundsätzlichen Problem? Macht es dann Sinn, sich auf diese Leute und auf diese Position zu konzentrieren oder ein grundsätzliches Problem zu erkennen und einfach überhaupt nicht anzufangen, dafür Raum frei zu reden? So, es ist, Alter, du bist so ein Trottel. Das ist unvorstellbar. Das ist wirklich hart dumm. Alter Schwede. Meine Fresse. Ach du Scheiße. Eieiei. Gotcha. Und auch hier wieder. Oh Gott. Ja, wichtiger Dave Chappelle. Da hast du richtig hops genommen gerade. Ach du meine Güte. Ja, voll. Huch, wilde Hopsname. Da wurde wirklich eine Menge. Eieiei.
Gnu redet von einer Situation, die ich damals nie mitgemeint habe. Gehe ich also nach diesen Aussagen von Ihnen, hätte ich es damals als 16-Jährige verhindern können, hätte ich am helllichten Tag nicht den Bus genommen, hätte ich damals nicht den Zug genommen, wäre ich damals am helllichten Tag im Sommer nicht in die Einkaufsstraße gegangen. Sie war 16, keine erwachsene Frau und es war ein... Oh Gott. Thomas, du bist so ein Trottel. Bitte sachlich bleiben. Dieser Hurensohn hier, ne? Hat von mir nicht mehr zu erwarten, dass ich irgendwie sachlich bleibe. So viel zur Sachlichkeit. Ja? Und ich sage das mit Selbstbewusstsein und dem Punkt, an dem ich angekommen bin. Diese Debatte kann man ja führen. Aber ein Entschuldigungsvideo rauszubringen, ne? Und sich dann hinzusetzen und diese ganzen Relativierungen nacheinander rauszubauen, da bist du halt einfach ein dreckiger Hurensohn. Das ist es wirklich. Muss ich nicht sachlich sein? Absolut nicht. Weil jegliche Sachlichkeit hier verschwendete Zeit ist eigentlich. Ne? Das ist wirklich bitterböse, bitter, bitter, bitter. Him und seine Position. Ich hoffe, das war sachlich genug für dich. In einer Situation, die überhaupt kein erhöhtes Risiko darstellt. Nochmal, das mit der Teilschuld war dumm von mir, ja? Brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber selbst da... Ja, dankeschön. Damals, als ich es noch so gesehen habe, war Gnus Situation überhaupt nicht das, was ich damit meinte. Ja, ich habe damals von Eigenverantwortung von Frauen gesprochen. Frauen, nicht von 16-jährigen Mädchen. Oh. Nächste Clip wird jetzt etwas länger, das tut mir vorab schon mal leid, aber der ganze Kontext ist wichtig. Und am Ende des Clips stellt sie eine Frage, die ich gerne beantworten möchte. Weißt du, es ist schon ein bisschen bitter, dass er sich hier so an Gnu abarbeitet. Boah. Frauen sollten in einen Backstage-Bereich gehen können, ohne zu befürchten, dass dort sowas auf sie wartet. Frauen sollten mit Minirock in einen Club gehen können, ohne erwarten zu müssen, begrapscht zu werden. Und jeder, der Frauen in solche Situationen bringt, ist ein widerliches Schwein. Auch keine Frage. Die Realität ist aber, dass solche widerlichen Schweine nun mal existieren und man deshalb damit rechnen muss, dass sowas passiert. Natürlich sind die widerlichen Schweine daran schuld, dass es so ist, wie es ist. Aber man kann sich selbst schützen, indem man vorbeugt. Indem man sich solche Entscheidungen gut überlegt. Auch wenn es krank ist, dass man sich solche harmlosen Entscheidungen gut überlegen muss. Ich glaube, dass es bei ihm tatsächlich so ist und es ist bei vielen anderen Männern auch so. Die können sich gar nicht in diese Männer hineinversetzen, weil sie niemals selber so acten würden. Und da sage ich, das ist ja auch gut, dass ihr nicht das nachvollziehen könnt, wie diese Menschen denken. Aber dann versucht euch wenigstens in die Opfer hineinzuversetzen. Aber lasst uns doch mal über diese widerlichen Schweine reden. Warum sollen wir uns für diese widerlichen Schweine einschränken? Ja. Ja. Jetzt wird ganz, das wird unangenehm jetzt, glaube ich. Ich glaube, die Antwort, die er geben wird, wird vielleicht nicht so gut. Also erstmal geht es ja gar nicht um jede einzelne Situation im Leben. Gnu bezieht nur alles auf jede Situation, weil aus ihrer Sicht jede Situation Gefahrenpotenzial birgt. Und das kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Aber man kann ja auch nicht leugnen, dass manche Situationen einfach gefährlicher für zum Beispiel Belästigungen sind. Ich hab's versucht, Alter. Ich hab's wirklich versucht. Zum Beispiel ist es ja beim Feiern gehen im Club viel wahrscheinlicher, begrapscht zu werden. Digga, du hast Tech, Digga, Thomas, Digga, Sohn, Digga, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Du hast wirklich keine Ahnung. Und die Selbstsicherheit, mit der hier die Deutungshoheit eingenommen wird, ist wirklich wild. Wild. Als wenn man in der Firmencafeteria essen geht. Man sollte also seine Vorsicht auch der Situation anpassen. Holy shit. Ein Teil der Vorsicht kann natürlich Einschränkungen sein, aber es gibt ja auch andere Methoden, zum Beispiel indem man einfach viel vorsichtiger in den Situationen ist. Ah, aber ja. Davon mal abgesehen, für Sicherheit muss man immer seine Freiheit einschränken. Das ist so weird, Alter. Das ist so weird. Das ist, ich kämpfe die ganze Zeit mit meinem dringenden Drang, wirklich nur Beleidigungen loszuwerden. Und ich denke, das ist auch wichtig und richtig. Aber es verfehlt halt seine Wirkung, wenn man es zu oft macht. Ne? Also wenn man die ganze Zeit rein beleidigt, dann verlieren Worte Wirkung. Ne? Das ist doof. Ja, so als würde man den ganzen Tag sagen, die Woken, die Gutmenschen, das ist alles dann egal. Weißt du, wenn du jemanden sagst, der muss doch richtig, der muss dir das fühlen, der muss spüren, der muss das spüren. Aber
Ich glaube nicht, dass ich es noch einfacher ausdrücken kann, tatsächlich alles gerade. Ich weiß nicht, ob ich die Befähigung befinde, und da sind wir an dem Punkt, an dem selber für sich jeder daran arbeiten muss, das noch einfacher auszudrücken als jetzt schon. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Das ist quasi ein Naturgesetz. Je mehr Sicherheit man haben will, desto weniger Freiheit hat man. Natürlich, für maximale Sicherheit müsste man dann wirklich einen Lockdown für Frauen ausrufen, aber davon spricht doch keiner. Naja, außer dir, genug. Oh, Naturgesetze. Ich glaube nicht, dass er weiß, was ein Naturgesetz ist. Aber okay. Und um die Frage von dem letzten Clip jetzt nochmal zu beantworten. Warum sollen wir uns für diese widerlichen Schweine einschränken? Wie würde er das wohl beantworten? Was würde er sagen? Er würde sagen, Vorsicht ist besser. Er würde sowas sagen wie, Vorsicht ist besser als Nachsicht, nur ohne das Sprichwort. Und er irgendwas von Realität sagen. So in diese Richtung. Man schränkt sich nicht für die widerlichen Schweine ein, sondern für die eigene Sicherheit. Glaub ja. Mit den widerlichen Schweinen ist es doch lieber, wenn ihr in den Club seid, wenn ihr euch nicht einschränkt. Wenn ihr euch also dazu entscheidet, euch einzuschränken und nicht feiern zu gehen, dann tut ihr das gegen den Willen dieser Schweine. Alter, das ist ganz schön crazy. Das ist wirklich Gehirnakrobatik. Digga, wir sind hier gerade da, wir haben hier wirklich eine Zirkusshow gerade gesehen, ne? Da hat jemand wirklich, ist jemand auf die Bühne gekommen und hat wirklich die heftigste Gehirnakrobatik gemacht, die ich seit langem gesehen habe. Holy shit, ich bereue dieses Video gesehen zu haben, aber jetzt ist es da, ne? Und wir ziehen es jetzt durch und dann machen wir am Ende noch ein Statement dazu. Ach du Scheiße. Und für eure Sicherheit. Aber schränkt ihr euch nicht ein und so ein widerliches Schwein vergreift sich an euch, dann sagt... Nee, damit, ja. Seid ihr es, die potenziell ein Leben lang darunter leiden? Ja. Gut. Ich sagte in meinem Video ja auch nie, dass Frauen sich einschränken sollten. Sie sollen nur mit den Konsequenzen leben sollen, wenn sie es nicht machen. Ich sagte, man solle es sich gut überlegen. Also wenn es eine Sache ist, bei dem ich glaube, dass wir einen Konsens finden, Chat, was hier unbedingt eingeschränkt werden muss, ist dann ist es der Upload von diesem YouTuber. Also der gehört eingeschränkt, wirklich. Da sehe ich viel zu viel Selbstverletzungspotenzial, da große Einschränkung. Da sollte einfach so ein T-Tech-Lockdown geben, also wirklich. Da gehören große Rahmenbedingungen erschaffen zu einer Einschränkung. Ach du Scheiße. Das blendest du ja auch ein und stellst daraufhin die Frage. Aber man kann sich selbst schützen, indem man vorbeugt. Indem man sich solche Entscheidungen gut überlegt. Auch wenn es krank ist, dass man sich solche harmlosen Entscheidungen gut überlegen muss. Ja, man sollte sich gut überlegen, ob man das Risiko eingeht, potenziell Opfer von sowas zu werden und ein Leben lang darunter zu leiden. Und wenn man sich dagegen entscheidet, dann tut man sich nicht für diese widerlichen Schweine einschränken. Sondern man schränkt sich für seine eigene Sicherheit ein. Und wenn man sich nicht einschränkt, dann bin ich der Letzte, der einem eine Teilschuld zuspricht. Also mittlerweile. Aber ich kaufe ihm es nicht ab. Also ich nach diesem ganzen Video, wir sind ja jetzt so langsam am Ende, glaube ich, nehme ich ihm nicht ab. Null. Absolut nicht. Aber trotzdem seid es ja dann ihr Frauen, die mit den Konsequenzen leben müssen und nicht die Täter. Ja. Was kann ich also zu Gnus Video sagen? Ja. Ich finde es nach wie vor gefährlich, dieses Narrativ zu verbreiten. Frauen müssten ja nichts Schlimmes erwarten. Ja, es... war damals vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, man müsste das Schlimmste erwarten. Kann man drüber diskutieren. Aber ich bin der Meinung, es ist besser, das Schlimmste zu erwarten und diese Erwartungen treffen dann nicht ein. Vielleicht ja auch, weil man selbst ein bisschen vorsichtiger war, anstatt nichts Schlimmes zu erwarten und diese Erwartungen treffen dann nicht ein. Vielleicht, weil man auch eben unvorsichtiger war. Außerdem finde ich es ekelhaft, mir eine Welt an sich in den Mund zu legen, die ich so nie geäußert, nie so gesehen und so gemeint habe. Nur weil man... Ja, du bist das Opfer hier, ja. ...das so interpretiert hat. Und das, obwohl es zumindest zwei Anzeichen dafür gab, dass ich diesen Frauen-Lockdown überhaupt nicht befürworte. Und dann noch zu behaupten, man hätte sich diese Aussagen ja nicht ausgedacht, aber auch keinen Clip zu zeigen, wo ich das dann gesagt habe, ist auch maximal manipulativ. Ihr könnt mich gerne weiterhaten, auch für Aussagen, die euch in diesem Video wieder nicht gefallen haben. Aber ich lebe nun mal in der Realität, in der... Die Realität, genau. Ja, die Realität. Ja, schlimme Dinge passieren, vor denen man sich schützen soll. In der leben wir alle nicht. Wir erkennen diese Realität nicht. Man muss ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen und für immer zu Hause bleiben. Ja, man soll sich aber schon bewusst sein, wenn man ohne Pfefferspray in den Club geht und dann angegrabbelt wird,
Das muss nicht deine Teilschuld sein, obwohl ich alles in meiner also das ist das Ironische dieses Videos, ne? Ich habe gelernt, ich sage nicht mehr Teilschuld, aber alles, um das zu rechtfertigen in diesem Konstrukt der Aussagen, ist weiterhin bestehen, sodass ich das Wort nicht mehr benutze, aber alles dazu noch klassisch hinterher, also das ist so ein, Digga, das ist so bitter. Aber so zu tun, als ob man keine Gefahren erwarten müsse, spielt den Tätern doch nur in die Hände. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie KuchenTV das Video von Gnu damals sehen und dann das sagen konnte. Also, der hat das wirklich perfekt gemacht. Ist für mich wirklich ein perfektes Video. Also. Einfach? Ja. Finde ich auch. Es gibt wirklich eine Menge Dinge, bei der du dein eigenes Leben hinterfragen solltest. Und eine davon ist, wenn dir KuchenTV moralisch überlegen ist. Also das ist wirklich schon, da muss man sagen, Bruder, da ist wirklich, also das ist schon, und das meine ich nicht als Angriff auf Kuchen, ganz und gar nicht, ich konsumiere den Content ja gar nicht. Ich meine das wirklich im Kontext dieses Videos. Puh. Tja, fassen wir zusammen. Neben meinen gottlosen Beleidigungen, hinter die ich zu 100% stehe, weil ich das wichtig und richtig finde, finde ich dieses Video absoluter Hirnf***. Die ersten 2 Minuten wurden dafür genutzt, eine Entschuldigung zu schaffen für etwas, das man in den nächsten 14 Minuten oder 14,5 Minuten durch seine Argumentation relativiert. Wenn man sich für etwas entschuldigt, produziert man noch kein Video, wo man alle Argumente für das eigentliche Entschuldigungssegment vorbringt, um es zu entkräften. Das ist so, Bruder, bist du besoffen? Was machst du da? Lass das! Und lad dazu keinen zweiten Teil hoch. Mach das nicht, um es nochmal ganz einfach und sachlich zu machen. Ne? Täter gibt es überall in der Gesellschaft. Wo du dich aufhältst, spielt überhaupt keine Rolle. Spielt keine Rolle, ob du in einen Club gehst, in einen Park oder irgendwo an See fährst. Es ist einfach egal. Das ist ein gesellschaftliches Problem, gegen das man angehen muss. Und das ist noch eine sehr krasse Vereinfachung von den ganzen komplexen Vorgängen von was muss eine Frau ertragen, wenn sie das zur Anzeige bringt, wie wird sie behandelt, was für Fragen werden gestellt, wie ist die Quote der Verurteilung, all diese Sachen sind da nicht mal erwähnt. Aber sich ein Narrativ zusammenzureimen und diese Teilschuldargumentation, und ich nenne das so, weil das alles diesbezüglich darauf hindeutet, anhand eines Ben Shapiro-Videos nochmal bekräftigt fortzuführen, das ist schwach. Das ist richtig schwach. Holy shit, ist das schwach. Das ist menschlich schwach. Das ist intellektuell schwach. Das ist einfach schwach. Ich habe nichts erwartet und ich wurde enttäuscht. Unglaublich. Was für ein blödsinniges Video.